Moin Moin, liebe Motorradfreunde. Mahlzeit. Hier sind Markus und Dietmar vom Motorradtest.de. Und man glaubt es ja kaum, ne? Was ist das da? Blendet total. Ja, genau. Hier. Wahnsinn. Die Sonne. Wir haben Sonne, unglaublich. Deshalb haben wir auch ganz schnell gesagt, Mensch, heute schnell testen. Schnell, schnell. Genau, weil morgen fängt es wieder an zu regnen hier in Norddeutschland, wahrscheinlich. Und es soll auch Orkane geben. Ja, wie immer halt. Weltuntergang, alles was so. Also, bestes Wetter heute. Genau, bestes Wetter. Los geht das. Wir testen heute für euch. Was testen wir, sagst du mal? Eine Vogue. Ey, du 500. Du sprichst es richtig aus. Ey. Ja. Guck mal, wir haben uns nicht abgesprochen vorher. Markus spricht es richtig aus. Viele sagen ja Vogue. Nein, es heißt Vogue. Vogue 500 AC. Haben wir direkt vom Hersteller bekommen. Vielen Dank an die Kollegen in München. Und ein herzliches Dankeschön nach Minger. Heute endlich mal ein bayerisches Kennzeichen. Sehr gut. Genau. Markus ist Münchner, merkt ihr vielleicht gerade. Der freut sich ganz besonders. Und ich muss mal hier meinen Zettel ausklappen. Ja, ein Naked Bike. Ja, ein Vogue sagt selbst, ein Coffee Racer im Retro-Style. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Findest nicht? Ja. Und kostet 6.200 Euro. Das ist jetzt gar nicht mal viel billiger oder so, ne, als andere. Also ist eigentlich eine gesunde Preisfindung. Der Hersteller ist Lancin, also Vogue ist eine Marke von Lancin. Und Lancin ist ein sehr großer chinesischer Motoren- und Motorradhersteller. In Europa noch nicht so lange. Ich weiß gar nicht, ich glaube so ein, zwei Jahren oder so. Relativ neu ist auch die erste Vogue, die wir hier testen. Es gibt die Vogue 500 AC in zwei Farben. Nämlich? In Grau und Grau. Nein. In Hell und Dunkel. In Grau haben wir hier und in Silber. Also nicht gerade sehr farbenfroh. Finde ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, Vogue, da könnt ihr mal ein bisschen poppiger werden, ein bisschen bunter werden. Hätte die Maschine verdient, finde ich. Aber ist schon ganz schick, ne? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Vogue selbst sagt zur 500 AC, wer einen zeitlos stilsicheren Auftritt hinlegen möchte, der hat mit der Vogue 500 AC den passenden Begleiter dafür gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, wir beide geben jetzt Gas. Das Ganze dauert wie immer so halbe Stunde bis 40 Minuten ungefähr. Und wir hoffen, ihr habt Kaffee und bereit gestellt. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei diesem Test und schon geht das los. Genau. Zu den Abmessungen der Vogue 500 AC. Die Maschine ist 2,10 Meter lang, Sitzhöhe beträgt 810 mm. Der Dietmar nimmt mal schwungvoll Platz. Puh, zack. Na, nicht ganz so schwungvoll wie Volker, aber es war okay. Radstand haben wir 1,44. Gewicht sind 198 Kilo voll, gar nicht mal so wenig. Fühlt sich leichter an, finde ich. Ja. Gesamtgewicht 378 zulässig. Da kann ich noch mal Platz nehmen und den Beifahrerkomfort genießen. Testen. Genau, mach mal. Hopp. Ja, geht schon so ein bisschen runter hin, wenn du. Vielen Dank. Sagst. Aber ich finde es gut. Ja. Ordentliche Haltegriffe. Ja. Also. Ja. Ist gar nicht so klein, wie man denkt. Ne? So, nee. Fand ich auch. Fühlt sich ganz okay an. Fühlt sich gut an. Sehr schön. Wunderbar. Cockpit und Beleuchtung. Was finden wir hier? Wir finden hier den Anlasser rechts. Ansonsten ist rechts wenig los. Links haben wir auch so ein paar graue und rötliche Schalterchen, Blinkerhupe, bla bla bla. Hier zwei Schalter zur Bedienung des Cockpits. Und das Cockpit ist in dieser Klasse tatsächlich, na, ich will nicht sagen einzigartig, das wäre jetzt übertrieben, aber ist schon ganz cool. Ein 5 Zoll TFT-Farbdisplay. Gut ablesbar mit, ja,
vielen, vielen Anzeigen hier. Geschwindigkeit, Ganganzeige haben wir hier. Kann man jetzt nicht sehen, weil der Leerlauf drin ist. Drehzahlmesser, Wassertemperatur. Und hier habt ihr jetzt eben gesehen, das kleine blaue B, das Bluetooth-Zeichen. Die Maschine ist jetzt also mit meinem Smartphone verbunden. Das ist allerdings relativ unspektakulär. Also man kann hier keine Navi rauflegen. Das ist einfach nur Musik hören, Anrufe entgegen und so weiter. Ne? Dieses typische, was man von anderen Bikes auch kennt, Benzinfüllstandanzeige. Und das hier ist allerdings besonders. Reifendruckkontrolle. Ja. Und als ich die Maschine bekommen habe, vor anderthalb Wochen etwa, war das tatsächlich vorne rot. Da waren 1,7 Bar drauf, hinten waren 2,0 oder so. Weiß gar nicht, warum das so wenig war. Aber auf jeden Fall war vorne rot. Also das hat er mir dann gesagt, so nach dem Motto, nee, mein Freund, hier mal ein bisschen Luft rein. Und dann bist du tatsächlich an die Tankstelle gefahren, sehr gut. Was hast du denn hier tatsächlich? Natürlich, selbstverständlich. Ja, genau. Ja, dann zeige ich euch mal den kleinen Bordcomputer. Ups. Also hier seht ihr jetzt die Connectivity zum Smartphone. Hier gibt man das ein, also über Bluetooth. Das lassen wir mal, das brauchen wir nicht mehr. Na, komm schon, geh weg. So, und hier unten haben wir jetzt den kleinen Bordcomputer. Trip A, Trip B, Kilometer und so weiter. Und wenn ich jetzt hier länger auf diesen Taster hier drücke, kommen wir in die Einstellung. Das sieht jetzt nach mehr aus, als es ist, ehrlich gesagt. Also so viel ist es irgendwie gar nicht, was man hier einstellen kann. Man kann zwischen Englisch und Chinesisch wechseln. So komme ich wieder zurück. Deutsch gibt es leider nicht. Na, so, dann haben wir hier Unit, Kilometer oder Miles. Und dann haben wir hier, das ist ganz witzig, haben wir hier tatsächlich zwei Themes. Ich schalte mal um auf Sport. Und dann seht ihr gleich mal, dass das gleich anders aussieht. So, und das andere hier ist alles so ein bisschen Daddeldu. Hier seht ihr nochmal die Reifendruckkontrolle. Und dann gehen wir mal zurück. Ach, das ist ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Na komm schon. So, zurück. My Vehicle. Da haben wir hier nochmal so alle möglichen Informationen. Ja, aber es ist doch schon ganz ansprechend gemacht. Es ist gut gemacht, finde ich auch. Aber es sieht nach mehr aus. Ne? Ja, man denkt hier irgendwie, oh hier gleich Fahrmodi einstellen und Wheelie-Kontrolle einstellen und so weiter. Das gibt's alles gar nicht. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Aber ist auch nicht so schlimm. Was ich aber nochmal zeigen wollte, ist jetzt hier dieses geänderte Theme. Und ja, es ist auch so, jetzt ist es gerade weißer Adler auf schwarzem Grund und abends schaltet das dann um. Ach, ne? Auf schwarz-weiß. Von schwarz-schwarz auf schwarz-weiß. Ja, ich hab's verstanden. Schweiß-Warze, nicht schwarz-weiße, Schweiß-Warze. Super. Egal. Naja, auf jeden Fall, was hat die Maschine? Ja, sie hat eigentlich gar nicht so fürchterlich viel. Die Dinge, die sie hat, haben wir schon genannt. Allen voran eben diese Reifendruckkontrolle in Serie. Aber es gibt keine Fahrmodi, es gibt keine Schräglagensensorik. Das ist ja doch alles klassenüblich auf einem eher normalen Niveau. Macht aber nichts. Also man kommt gut klar mit der Kiste. Ne? Ja, ist doch absolut. Ganz in deinem Sinne. Ne? Ganz in meinem Sinne. Wunderbar. So, Beleuchtung schauen wir uns auch kurz an. Wie wir sehen, eine ganz witzige Frontmaske, wie ich finde. Ja. Noch witziger finde ich die Blinker, die hier so eine Aussparung in der Mitte haben. Ich nenne die jetzt mal liebevoll Löffelblinker. Fernlicht haben wir auch, Lichthupe. Und wir haben auch ebenso integriert eine Warnblinkanlage. Genau. Und das Ganze in Voll-LED. Also es gibt hier keine Glühbirnen, alles LED. Rückwärtig schauen wir uns das Ganze eben auch noch kurz an. Wir haben hier so ein umlaufendes Rücklicht, das finde ich ist ganz neckisch gemacht. Ich drücke mal eben auf die Bremse, weil ein Bremslicht sollten wir auch haben. Haben wir in der Tat. Und die Blinker, wie eben schon erwähnt, die neckischen Löffelblinker links und rechts von meinem Lieblingswappen. Ich zeige das nochmal, konnte man eben gar nicht so richtig sehen. Hier kann man es nämlich, glaube ich, besser sehen. Hier sind so Löcher drin. Ergodynamisch. Löffel-Löcher-Blinker. Probefahrt Teil 1, ich bin Dietmar, Probefahrt mit der Voach 500 AC. Übrigens zum Namen, vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass wir immer Voach sagen, das ist auch die, so spricht man es richtig aus. Die meisten YouTuber sagen Woge. Warum machen die das? Das kann ich euch sagen. Ist jetzt ein bisschen gehässig, aber ich will das einfach mal verraten, so am Insider aus einem YouTuber-Leben quasi. Das, was wir sagen bei den Fahrten, wird von YouTube transkribiert. Das heißt, die Sprache wird extrahiert. Und wenn man Voach sagt, dann weiß YouTube natürlich gar nicht so richtig, was ist das jetzt? In Schrift, wenn man Woge sagt, dann wird das halt in V-O-G-E transkribiert. Und die anderen YouTuber hoffen wahrscheinlich,
dass die Leute danach suchen bei YouTube und Google dann sagt, okay, dieses Video hier, da wird öfter mal das Wort Woge gesagt. Und so rutscht man dann ein wenig nach vorne in den YouTube-Suchergebnissen. Das haben wir zum Glück nicht nötig. Insofern sagen wir den offiziellen Namen Woge. So wird es ausgesprochen, also Englisch. Auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört. Hätten sich die Chinesen auch mal einen anderen Namen einfallen lassen können, wir nicht. Aber sei es drum. Ja, ich bin aufgestiegen mittlerweile. Habt ihr schon mitgekriegt. Und wie sitze ich hier? Sehr komfortabel, muss ich sagen. Die Sitzhöhe ist ja angenehm niedrig. Das heißt, man kommt locker rauf und runter von der Kiste. Und der Lenker ist sehr hoch. Zumindest kommt mir das so vor, so ein bisschen zu mir geneigt. Also ich sitze auch ein bisschen mehr Richtung Gabel, nicht so weit hinten. Insofern habe ich hier einen schönen angewinkelten, leicht angewinkelten Ellenbogen. Fühle mich pudelwohl. Und dann kann es dann gleich mal losgehen. Vorher gucken wir nochmal nach hinten in die Spiegel. Ja, sehr gut. Sehr gut. Schön weit draußen die Spiegel. Ich kann alles sehen, was hinter mir so passiert. Ja, dann wollen wir mal schauen, was die Woge 500AC alias Woge 500AC so kann auf der Straße. Visier runter, Sonnenblende rein. Leute, es ist heute sonnig. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal da, dieses weiße Ding da oben. Dieser Stern, das ist die Sonne. Beschlägt aber trotzdem ein bisschen. Und ja, wie fühlt sich das an? Also auf den ersten Metern, also was ist die ersten Meter? Ich bin schon reichlich gefahren mit der Maschine. Ich habe sie schon anderthalb Wochen und aber trotzdem auf den ersten Metern fühlt sich das super an. Wirklich sehr, sehr. Ja, die Sitzergonomie passt super bei mir, auch wenn ich 1,84 bin. Also eher ein Tick größer als der Durchschnitt. Ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland ist bei 1,80 bei Männern. Aber ich habe trotzdem hier nicht das Gefühl, einen üblen Kniewinkel zu haben. Und ich sitze hier schön versammelt. Die Sitzbank ist auch so ein bisschen wannförmig, das heißt, man rutscht irgendwie automatisch in die richtige Position, hat hinten aber trotzdem so einen kleinen Widerstand, wobei das sicherlich bei 48 PS Maschinen jetzt nicht unbedingt so wichtig ist. Aber es fühlt sich gut an, wirklich, klasse. Und was sich natürlich gleich einfügt in dieses Wohlfühlgefühl, ist der Motor. Der ist sehr harmonisch. Wenn man hier von Gas geht, hat übrigens Wild-by-Wire die Maschine, dann gibt es hier kein Ruckeln, kein Zuckeln. Das ist alles sehr, sehr komfortabel, würde ich das mal nennen. Das gilt genauso fürs Fahrwerk. Kommt ja von Kayawa, auch wenn man es nicht einstellen kann. Also die Federvorspannung hinten kann man einstellen, aber keine Dämpfungseinstellungen sind hier möglich. Weder an der Gabel noch am Zentralfederbein. Aber trotzdem, das ist alles echt gut. Echt klasse, muss ich sagen. Fühlt sich auch. Ja, fühlt sich sehr, wie soll ich sagen, sehr ausgereift an, was ja so ein bisschen überrascht. Darf man das sagen? Ja, darf man sagen. Also Woge ist ja nun noch nicht so lange unterwegs. Naja, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. In Deutschland sind sie noch nicht so lange unterwegs. In Europa oder in Asien vielmehr. Wahrscheinlich dann doch schon ein bisschen länger. Aber das fühlt sich wirklich sehr ausgewogen an, das Motorrad. Schön ausbalanciert auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass zu viel Gewicht vorne oder hinten drauf liegt. Ja, toll. Ja, Fahrwerk, komischerweise bin ich da nicht ganz der Meinung von anderen YouTubern oder anderen Testern, sagen wir mal so. Die meisten haben gesagt, das Fahrwerk ist ein bisschen straff. Also weiß ich nicht, was die da für eine Woge hatten. Also diese hier ist überhaupt nicht straff, im Gegenteil. Sie ist eher komfortabel gefedert, wird aber nicht, auch wenn es hier so ein bisschen hubbelig, die Straße hier, kommt nicht ins Schwanken oder sowas. Also ist nicht zu weich. Herrlich ist das. Richtig schön komfortabel, macht richtig Laune. Finde ich klasse. Und dann wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen bremsen. Jetzt habe ich mir hier wieder genau die Strecke ausgesucht, wo man eigentlich nicht bremsen kann. Naja, egal. Dann fahren wir mal weiter und ich erzähle noch ein bisschen was zum Getriebe. Sechsganggetriebe. Auch das ist klasse. Auch im Kaltlauf schon lässt es sich gut schalten. Gibt keine Ruckler. Kann gar nichts. Die Übersetzung stimmt auch. Also die Übergänge von den einzelnen Gängen sind richtig gewählt. Obenrum der sechste Gang. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Overdrive sein soll. Also einer, der mit dem man Benzin sparen kann. Also wenn man jetzt irgendwie Gas geben will, das habe ich vorhin bei den Beschleunigungen gemerkt,
dann ist man da eigentlich eher im fünften unterwegs. Und den sechsten, den legt man dann eigentlich zum Schluss ein, quasi, wenn man dann so ein bisschen in Ruhe gleiten will. Ja, der Motor generell ist halt so, ja, ist halt ein 500er, ne? Da passiert obenrum nicht mehr so viel. So, hier ist jetzt mal trocken und ich werde jetzt mal bremsen. Aha, okay. Hat hinten so ein bisschen geschlingert eben. Die Maschine hat ja ABS, ein 2-Kanal ABS von Bosch. Das ist eigentlich bewährt. Ich bremse mal nur noch, mal nur hinten, mal sehen, was dann passiert. Hier, wo es feucht ist. Klack, 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 klack. Oh ja, sehr lange Intervalle. Leider, wie so häufig bei Motorrädern, viel zu lang die Regelintervalle, aber da ist halt auch nicht so viel Gewicht hinten drauf. Also so doll ist das nicht hinten. Das ist aber normal. Ich mach's nochmal. Ja, doch, klack, klack, klack. Hm, komisch. Beim zweiten Mal irgendwie anders als beim ersten Mal gewesen. Bilde ich mir zumindest ein. So, hier versuchen wir es jetzt nochmal. Ein bisschen mehr Dampf vorne. Oh ja, zack, 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 zack. Ja doch, bremst gut. Nissin Bremsanlage. Das ist ja auch nicht gerade No-Name-Ware. Also, das klappt. Sehr schön. Wunderbar. Ja, seht ihr so, ab 7000 ist eigentlich Feierabend. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr weiter zu drehen. Da lohnt es sich dann eher weiter zu schalten. Na, hier ist Tempo 50. Ja. Ich denke mal, das soll es mal gewesen sein von meiner Seite. Also ich finde es echt klasse, das Gerät. Wie gesagt, vor allem so dieses, das kann man immer in so einem Video so schwer rüberbringen. Dieses Gefühl, wenn man sich draufsetzt und losfährt und man merkt irgendwie, jo, es hat alles Hand und Fuß. Das ist hier definitiv der Fall. Das werden garantiert ganz viele von euch sagen. Natürlich auch kleinere Personen werden sich hier wohlfühlen aufgrund der geringen Sitzhöhe und auch aufgrund der Handlichkeit. Die Maschine ist auch schön handlich. 200 Kilo etwa vollgetankt, also fahrfertig. 90% Sprit. Das ist sehr, sehr schön. Ja, macht echt Spaß. Macht echt Spaß, kann ich Ihnen nicht anders sagen. Mal sehen, was Markus nachher erzählt. Der fährt natürlich auch noch mal eine Runde nachher mit euch. Und ja, das soll es mal gewesen sein. Aus dem Sattel der Woge 500 AC. Technik, der Woge 500 AC. Wir haben hier einen Brückenrahmen aus Stahl. Was hier, finde ich, sofort ins Auge fällt, ist der sehr, sehr hoch angebrachte Lenker. Also der ist ja hoch und auch so ein bisschen Richtung Fahrer geneigt. Das sehr angenehm, finde ich. Ja, sehr angenehm. Das, ne? Genau, das ist irgendwie, das merkt man irgendwie sofort, auch wenn man fährt. Vorne haben wir eine, sieht dicker aus, als sie ist eigentlich, finde ich, die Upside-Down-Gabel hier von Kayaba. 41, ne? Ja, 41er Durchmesser. Ist eigentlich normal. Sieht aber irgendwie echt fett aus, ne? In diesem Silber, ja. Schön gemacht. Ist allerdings nicht einstellbar. Ist eigentlich eher eine einfache Gabel, aber macht optisch was her. 128 mm Federweg. Und Bremsanlage kommt hier von Nissin. Eine Doppelscheibe haben wir, eine 298er Doppelscheibe. Nissin, vier Kolben, Bremssattel. Ich guck gerade mal, axial verschraubt, hatten wir lange nicht mehr. Axial verschraubt, genau. Und die Felge vorne ist eine 17 Zoll Felge mit einem 120-70er Reifen. Und der Reifen ist auch amtlich hier von Pirelli. Der Angel GT ist hier aufgezogen, also gar nicht mal. Da kann man nicht meckern, ne? Kann man nicht meckern, genau. Okay. Sehr gut, dann gehen wir mal nach hinten, schauen uns das Zentralfederbein an. Federweg hinten 120 mm. Zentralfederbein kommt auch von Kayaba. Hier kann man die Federvorspannung einstellen, immerhin. Und ja, das Hinterrad ist auch eine 17 Zoll Felge, 160er Reifen, 17 Zoll. Und ja, die Bremsanlage hinten, ich habe noch gar nicht geguckt, müsste eigentlich auch von Nissin kommen. Ne? Ja, auch von Nissin, das ist ein Einkolben-Schwimmsattel. Die Scheibe hinten hat einen Durchmesser von 240 mm. Und dann schauen wir uns mal den Motor an. Und ja, das ist so ein bisschen skurril, Leute. Dieser Motor, der ist auch optisch, finde ich, sieht das echt aus, als ob es hier eine Zusammenarbeit zwischen Volch und Honda gab. Das werden jetzt die Volch-Leute wahrscheinlich gar nicht so gerne hören. Aber der ist zumindest von den Daten her identisch mit dem Honda 500er Rhein-Twin, den wir zum Beispiel aus der CB500F kennen. 471 Kubik, flüssig gekühlt, 47 PS bei 8.500 Umdrehungen. 44,5 Newtonmeter bei 7.000 Umdrehungen. Höchstgeschwindigkeit 160 km/h.
Und ja. Ja gut, da gehen wir nachher nochmal im Kollegengespräch ein bisschen näher drauf ein. Der Tank hat einen Inhalt, ein Fassungsvermögen von 19 Litern. Die Hunde sind auch da. Sehr schön. Verbrauch lässige 4,1 Liter Reichweite. Sehr gut. 463 Kilometer. Das ist für ein Naked Bike sehr ordentlich. Und dann haben wir ein Sechsganggetriebe mit Kettenantrieb. Und dann wollen wir auch nochmal den, Max, warte mal bei dem Schalldämpfer bitte. Ja, ich wollte den von hinten einfangen. Ja, ich finde, der sieht gerade von hinten ganz geil aus. Genau, der ist so ein bisschen MotoGP, ne? So mit so einem Gitter hinten. Das ist Edelstahl. Schön, ne? Tüte hinten, steht auch schön fett Woge drauf. Oder Woge? Woge. Ja, dann haben wir noch eine Zweiarmschwinge aus Alu ist die. Und ja, schlussendlich. Noch ein letzter Blick auf den Seitenständer. Hauptständer gibt es hier nicht, was aber völlig normal ist bei einem Naked Bike. Achso, vielleicht nochmal den Kennzeichenhalter hier. Der ist ja auch speziell nicht unter dem Heck angebracht. Das Heck ist dadurch schön kurz. Ich mag sowas. Es gibt viele, die das überhaupt nicht mögen. Ich finde es ganz cool. Es kommt drauf an. Also in dem Fall jetzt finde ich es gefällt es mir ganz gut. Ja, aber mir gefällt es nicht immer. Nee, aber ich finde es vor allem cool, dass das Heck so schön knapp ist. Hat was. Wunderbar. Ja, 0 auf 100 auf der Vooch 500 AC. Gespannt, wie das hier vonstatten geht. 3, 2, 1, ab geht der Fuchs! Und 100! Ja, ich bin bis in den vierten hochgegangen. Nicht aus Spaß, sondern weil das anders nicht ging. Also dem Motor geht obenrum so ein bisschen die Luft aus. Deshalb bin ich jetzt auch nicht bis 10.000 hier gegangen. Oder wo ist hier der Begrenzer? Na da, 8,5. Sondern habe halt ein bisschen eher schon geschaltet. Also, alles andere hätte auch nichts gebracht. Also, flottes Vorankommen. Keine Boden-Boden-Rakete, aber bei 47 PS. Habe ich das auch nicht erwartet. Insofern, das geht schon alles in Ordnung. So, Durchzug 60 auf 100 im fünften Gang. Hat die Maschine eigentlich 6 Gänge? Ja. Im fünften Gang gegen die Sonne. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt hier das Display ablesen. Aber ich kann es. Und darauf kommt es ja an. So, jetzt wollen wir mal hier die Pfützen umfahren. Mal schauen, wie lange wir brauchen. 3, 2, 1 und ab geht das Füchslein. Zack, 100. Ja. Ähnliche Angelegenheit wie bei der Beschleunigung. Der Motor zieht ganz willig nach oben. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Und ich denke mal, es ist wie so häufig, es kommt aber so ein bisschen drauf an, von welcher Maschine man gerade umsteigt auf dieses Bike hier. Wenn man jetzt irgendwie so wie ich vorher gerade eine Maschine mit deutlich mehr Wumms gefahren hat, dann kommt einem das nicht ganz so stramm vor. Aber wenn man jetzt von einer anderen A2-Maschine kommen würde, würde man sich, glaube ich, hier ja, zu Hause fühlen. Das ist schon alles okay. Also die Maschine ist jetzt, wie gesagt, keine Sportmaschine in dem Sinne, will sie aber auch gar nicht sein. Trotzdem reicht die Leistung dicke, um auch Spaß zu haben, auch was solche Beschleunigungsfahrten angeht. So, liebe Leute, der Dietmar ist ja schon mit euch gefahren und wie ich höre, recht lang und ausgiebig und er hat schon alles erzählt. Und deswegen ist die große Frage, was soll ich jetzt noch erzählen?
zu dieser Maschine. Die Voge 500 AC. Also das Erste, was ich mal erzähle, ist, dass ich ausgesprochen gut auf der Maschine sitze. Und das ist kein Scheiß. Ich meine, das sagen wir ganz oft. Aber ich fühle mich hier wirklich von Schlag an pudelwohl. Total bequem, angenehm, souverän, sehr schön. Ansonsten, ich finde, sie fährt sich auch gut. Also sehr, ja, ich weiß nicht, soll man unspektakulär sagen? Ja, vielleicht, aber es ist Spaß. Also ich habe durchaus Fahrfreude. Ich finde auch so diese 48 PS, das ist jetzt schon was, da macht es schon Spaß. Also jetzt, ich sag mal, für diejenigen, die dann irgendwie so die noch niedriger motorisierten Dinger, die wir manchmal testen, auch da habe ich Spaß. Aber das ist jetzt doch schon eine Liga, wo man so, ja, auch mal ein bisschen Fahrfreude noch mehr hat. Und sie ist eben A2-tauglich. Also insofern, glaube ich, ist es nicht nur, aber auch ein gelungenes Anfängerbike. Ansonsten, über Geschmack lässt sich immer trefflich streiten. Mir gefällt sie auch ganz gut, muss ich sagen. Was ich am Anfang so ein bisschen, ja, ich liebäugel nicht so mit diesem TFT-Display, obwohl das natürlich auch eines der Highlights der Maschine ist. Aber da bin ich halt oldschool. Aber insgesamt gefällt mir die Maschine gut. Sie fährt sich super. Und ich finde, sie ist für ein Bike dieser Klasse auch wirklich ordentlich ausgestattet. Was kann ich noch erzählen? Dietmar hat mich extra gebeten, an die Sachen zu denken, die er vergessen hat, die er mir natürlich auch gerade noch ins Ohr geflüstert hat, und jetzt habe ich sie schon wieder vergessen. Und kaum hat der Dietmar ungefähr 10 Minuten meiner Probefahrt hinausgeschnitten, weil ich nachdenken musste, ist es mir eingefallen. Dietmar hat mich gebeten, nochmal extra darauf hinzuweisen, auf diesen unfassbar nicht vorhandenen Windschutz der Maschine. Wie ihr seht, Windschutz 0 finde ich aber gerade geil. Das ist ja jetzt auch kein Motorrad, mit dem du 300 fährst. Ich mag das ganz gerne, wenn mir der Wind um die Ohren pfeift, aber trotzdem natürlich völlig zu Recht erwähnt werden soll es, wir haben hier keinen Windschutz. Abschließendes Resümee zur Voge AC 500. Ich finde die geil, ich finde die ganz geil. Also man muss sagen, gut, über 6.000 Euro ist jetzt auch nicht super, super, super billig für diesen chinesischen Versuch. Aber sie ist gut ausgestattet für ein Moped dieser Klasse und mir gefällt sie wirklich gut. Also von mir beide Daumen hoch. Ja, Fahreindrücke von der Voge 500 AC. Markus, erzähl mal, wie fährt sie sich? Ausgesprochen geschmeidig, finde ich. Also das ist wirklich so ein Ding, wo du dich draufsetzt, sofort klarkommst, keine Fragen auftauchen und auch kein Unwohlsein auftaucht. Ja. Das kann man jetzt als unaufgeregt bezeichnen. Man kann es aber auch sehr angenehm finden. Ich fand es super angenehm. Ja. Ich finde, man sitzt sehr gut drauf. Also ja, der Lenker ist so ein bisschen höher und relativ dicht am Fahrer, fand ich angenehm. Sitzbank finde ich sehr bequem. Also Sitzhaltung war top für mich. Mhm. Kann ich mir sogar auch vorstellen, dass das, wenn man nicht zu riesig ist, oder zu winzig ist, für eine breite Spanne an Leuten angenehm ist. Ja. Ansonsten schönes Fahrgefühl, alles okay. Ja, ist schön fest, ne? Unspektakulär, ja. aber genau. Also macht Spaß. Und auch von der Leistung her finde ich, mein, klar, das ist halt so ein A2-Ding, ne? Aber dafür geht es ja an die Grenze ran. Und ich, also das macht schon Spaß. Ja. Keine Frage. Finde ich auch. Was wir nochmal nachreichen wollten an Info ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Bremse und Kupplung sind einstellbar. Ja, richtig. In der Reichweite, das ist gar nicht übel. Ja. Da haben wir noch einen USB-Stecker hier vorne. Hier vorne am Lampengehäuse dran. Ja. Genau, wenn man hier sein Smartphone hinhängt, kann man da das auch gut aufladen. Gelöst. Sehr gut gelöst, genau. Ja, also die ganze Maschine wirkt, finde ich, sehr, ja, ausgereift. Ne? Ja. Also ja, wirkt wirklich, wenn man sich draufsetzt, wenn man mir sagen würde, das war jetzt eine Honda, auf der du gefahren bist, hätte ich nicht irgendwie gemeckert oder so. Ne? Ja. Also schon echt ein schönes Bike. Ich finde auch das hier ganz cool, diese Mulde oder wie kann man das hier nennen. Ich finde es immer gut, wenn der Beifahrer ein bisschen höher sitzt. Also ich, wenn ich mal Beifahrer bin, dann gucke ich eigentlich immer lieber drüber hinweg als seitlich vorbei. Das geht hier auch ganz gut. Ja, solides Ding irgendwie, ne? Hat Spaß gemacht. Und absolut. Genau, optisch, ja, ist jetzt auch nichts. Geschmackssache, aber ich finde es eigentlich eine ganz gute,
Ja, Mischung aus klassisch und modern, genau. Irgendwie. Also es wird ja immer so als Retro bezeichnet. Ich finde es für Retro reichlich modern, ehrlich gesagt. Wo ich am Anfang mich so ein bisschen dran gewöhnen musste, ist tatsächlich das Display. Aber da bin ich, ja, ich bin da ja so ein Rundzeiger, alter Mann, weißt du. Ja, ja. Aber also, gibt wenig zu meckern. Ja, aber das kann man auch gut ablesen. Das Display, absolut, ne? Ja, also, ja, ist absolut okay. Ja, ja. Das ist gut gelöst, aber es ist halt... Ich glaube, ehrlich gesagt, die Dinger sind in der Produktion sogar billiger als irgendwelche anderen. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja, klar. Ist das für die Chinesen dann sowieso irgendwie Standard. Ja, ja, das ist halt so, wenn man jetzt halt so im Retro denkt, ja, dann ja, hast du schon recht. Das so ab, finde ich. Aber hast schon recht, das ist, also Retro, eigentlich hast du recht, passt das nicht zu Retro. Aber ich glaube auch nicht, dass Vogue wirklich hier von einem Retro-Bike spricht, sondern die sagen halt, das ist ein Naked-Bike-Coffee-Racer. Ja, ja. Und naja, es ist so ein bisschen wie bei den Honda Neo Sports Modellen, ja, ja, ne, ja, wo ja. du auch irgendwie immer dieses Neo hinten dran hast und so. Nee, und es dürfen ja auch mal neue Dinge passieren, das muss ja nicht alles genau, bleiben, genau. wie es war. Ja, aber es ist echt ein schönes Bike, ja. Also ja, ich denke, wenn ihr A2-Führerschein habt und so ein bisschen rumguckt, was es da gibt, dann solltet ihr die mit in Betracht ziehen. Okay, auf jeden Fall, ist egal. Das ist ein schönes Motorrad, vielleicht nochmal summa summarum. Macht echt Spaß und solltet ihr euch mal anschauen. Ich würde noch eine Sache ansprechen wollen. Sehr. Sound. Sound, ja. Stimmt. Also im ersten Moment, als ich losgefahren bin, fand ich es so mittel. Ja. Irgendwie so. Ja. Dann dachte ich, als ich so ein bisschen gefahren bin, ach, klingt doch ganz cool. Und dann ist mir hier dieses Typenschild aufgefallen. Ja. Wir haben hier 98 dB Standgeräusch. Ja, 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 ja. 98 dB. Und das denkt man gar nicht, ne? Nee. Finde ich. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, hört sich nicht so laut an. Nee. Aber man nimmt den Motor schon wahr. Ja. So, also Tirol, 1B, aber ansonsten haben wir doch eigentlich nichts dagegen. Ne? Nein, nein, ich wollte es nur erwähnt wissen. Ja, alles klar. Gut, das war's von unserer Seite zur Vogue 580. So, liebe Leute, das war unser Test zur Vogue 500 AC. Hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht. Schönes Ding. Schönes Ding, ne? Finde ich auch. Wettbewerber haben wir auch rausgesucht, wie immer. Brixton Crossfire 500. Exakt. Und die CB500 Honda natürlich. Genau, richtig. Und dann habe ich auch nochmal rausgesucht, die finde ich eigentlich noch am ehesten vergleichbar, die Benelli Leoncino 500. Die hat auch 47 PS und ist auch so ein bisschen in diesem Café-Retro-sonst-was-Style. Ne? Ja, vielen Dank nochmal an Vogue Deutschland zur Verfügung stellen dieses Motorrades. Und ja, wir packen jetzt mal eins. Es ist langsam kalt geworden hier. Ach komm, bestes Wetter heute. Ja, stimmt, aber es ist trotzdem kalt. Saison geht los jetzt. Ja, du hast deine Mütze auf. Ich hier mit meinem Cabby, ey, friere mir fast hin sonst was ab. Gut, wir grüßen euch aus Glückstadt an der Elbe. Wünschen euch noch einen schönen Tag und sagen Tschüssinger. Ciao.